Wow! Sera, was ist denn mit dir los? Da drin ist irgendwas. Irgendwas Merkwürdiges. Hallöle, ihr Lieben. Was hast du gesagt? Ich hab doch nicht mit dir geredet. Mit wem hast du dann geredet? Mit ihm? Nö, nee, mit ihnen. Oh! Hallo, Ihnen! Du bist ein süßes Schnuckel. Ich bin Dufa. Und ich bin Lufa. Lufa und Dufa? Und das ist Pubi. Gibt's hier in der Gegend Bären? Wir sterben vor Hunger. Die ganz bestimmt lange nichts gefuttert. Wann habt ihr das letzte Mal was gegessen? Das war, lass mich nachdenken, bevor ihr hier aufgekreuzt seid. Aber das waren keine Bären. Die schmecken tausendmal besser. An dem Ort, von dem wir herkommen, gibt's auch Bären. Und es ist ein Tal genau wie das hier. Ach, wenn ich mich doch nur erinnern könnte, wie es heißt. Ist ein ganz einfacher Name. Vielleicht Dufa. Oh, das ist ja mein Name. Keine Sorge, der große Weise wird das schon herausfinden. Was für ein großer Weiser. Da bin ich aber gespannt. Jetzt fällt's mir ein, der Name ist Bärental. Stimmt's, Dufa? Oh, oh, ganz ruhig, ich helfe dir, ich helfe dir! Danke, Lufa. Sie kriegt den Bauch nicht voll und verschluckt sich immer, das kenne ich schon. Habt ihr vielleicht ein Schlückchen zu trinken? Na klar, kommt mit. Bärental, hier gibt es bergeweise Bären, fantastisch! Wenn die noch lange hier gebleibt haben, wir bald gar nichts mehr. Wo ist denn der Rest eurer Herde? Oder habt ihr sie verloren? Nein, wir sind immer noch unterwegs, um uns mit der Herde zu treffen. Dann gehen wir alle zum, wie hieß das noch? Bärental? Seit unsere Herde zum ersten Mal vom Bärental gehört hat, sind alle ganz scharf auf die lila leckeren Früchte. Ja, genau. Unsere Blubberbäuche lieben nichts mehr als Bären. Und ein Tal voller Bären bedeutet jede Menge Futter, um unsere Kullerblubberbäuche zu füllen. Ich verstehe Ihnen nicht so gut. Und wo wollt ihr eure Herde nun treffen? Kein blassen Schimmer. Ich hab's vergessen. Woher wisst ihr dann, wo ihr hingehen müsst? Ganz einfach. Wir gehen da lang. Wir gehen da lang. Na dann macht's gut. Man sieht sich. Ihr seid wunderbar. Bis dann. Also wenn die weiter so rumtrödeln, dann kommen die nie an. Ha ha ha!
Das schaffen die nie im Leben. Wir müssen ihnen helfen.